Willkommen zu den Lockdown News. Heute geht es um politische Entwicklungen im Schatten der Covid-Pandemie, ein Urteil im Fall des Jamnitzer Parks und um eine Bilanz aus 2 Jahren dritter Option beim Geschlechtseintrag. Unser aller Leben sind im Moment maßgeblich bestimmt von Covid-Pandemie und Wirtschaftskrise. Und wir haben viele Sorgen und Ängste, zum Beispiel um die Gesundheit von selbst oder unseren Mitmenschen, aber auch finanzielle und Existenzsorgen. So ist es auch logisch, dass Pandemie und Krise in unserer Wahrnehmung und unseren politischen Forderungen ganz viel Raum einnehmen. Dass die politischen Ziele weiterhin verfolgt werden und teilweise sogar durch die Pandemie gerechtfertigt werden, ist an einigen Beispielen zu erkennen. So werden einige Überwachungspraktiken ausgebaut und Vorstöße gewagt, die so unverblümt ohne die Pandemie wohl kaum denkbar gewesen wären, wie zum Beispiel die pauschale Verfolgung von Bewegungsdaten aus Handys staatlicherseits. Auch die Polizeipräsenz wurde in den vergangenen Monaten erheblich erhöht und mancherorts kommunizieren die Behörden ganz offen, es ist ja praktisch, dass man so viel unterwegs ist, um die Corona-Schutzmaßnahmen zu kontrollieren, denn dabei könnte man auch direkt gegen Drogenhandel vorgehen. Nicht selten ist Racial Profiling die Folge und auch Wohnungslose sind vermehrt Polizeiwillkür ausgesetzt. Andererseits der deutsche Staat manchmal beteuert, gibt es auch keine besonders fortschrittliche digitale Infrastruktur und es fehlt auch ein eigenes deutsches IT-Monopol, was im Wettbewerb mit beispielsweise China und den USA bestehen könnte. Die allgemeine Wahrnehmung, Deutschland müsse bei der Digitalisierung aufholen, geht also gut einher mit dem strategischen Ziel, diesen Bereich auszubauen. Die Militarisierung im Inneren und im Äußeren wird fortgesetzt und die Verteidigungsministerin stellte bei einer Ansprache zu den erhöhten Ausgaben allen Ernstes die Frage, ob man sich denn im Moment etwas Wichtigeres vorstellen könnte als aufzurüsten. Eigentlich können ihr Tausende überarbeitete Krankenpflegerinnen, überlastete Mütter im Homeoffice, BewohnerInnen des geflüchteten Lagers Kara Tepe und auch ruinierte Kleinstselbstständige antworten, ja selbstverständlich gibt es im Moment Wichtigeres. Also auch wenn vor uns noch viele Monate liegen, in denen wir uns viel mit der Pandemie beschäftigen müssen, der deutsche Staat setzt währenddessen Entwicklungen in Gang, die Konsequenzen haben weit über die Pandemie hinaus. Und auch wenn es anstrengend ist, wir dürfen diese Entwicklungen nicht aus den Augen lassen und nicht zulassen, dass repressive Strategien durch den Staat ohne jeden Widerstand durchgesetzt werden. Jetzt zum Urteil im Fall um den Jamnitzer Platz. Ende Juni 2019 kam es zu einer willkürlichen Polizeikontrolle am Jamnitzer Platz, der ist in Nürnberg. Die Gruppe war sich der Willkür dieser Kontrolle offenbar bewusst und wehrte sich, aber wie inzwischen auch mehrere Gerichte bestätigt haben, nicht etwa mit einer Rangelei oder auch nur mit Berührungen, sondern ausschließlich mit Worten. Sehr schnell stricken Medien daraus die Geschichte, dass die beschuldigten Männer einen rechtsfreien Raum hätten schaffen wollen. Schlicht, weil die Männer ihre Stimme erhoben haben und nicht damit einverstanden waren, dass jeder an jedem Ort zu jeder Zeit für eine Polizeikontrolle zur Verfügung stehen muss. Im Oktober fällte dann das Amtsgericht Nürnberg ein skandalöses Urteil. 15 Monate ohne Bewährung für den 51-jährigen Jürgen und 18 Monate ohne Bewährung für den 32-jährigen Jan. Am 2. Februar wurde nun die Berufungsklage der Beschuldigten vor dem Landgericht verhandelt. Und erneut stellte das Gericht fest, es gab keine tätliche Auseinandersetzung. Der Anwalt eines Beschuldigten legte außerdem ein Bild vor, was einen Beschuldigten kurz vor der Tatzeit an einem ganz anderen Ort zeigt. Seine Anwesenheit ist also fraglich. Trotzdem schenkte das Gericht einer Polizeizeugin mehr Vertrauen. Außerdem legte das Gericht Jürgen und Jan ihre Solidarität negativ aus, denn sie waren ja selbst gar nicht Ziel der Polizeikontrolle gewesen, sondern hatten sich lediglich mit den Protestierenden solidarisiert. Das wirkt sich jetzt strafverschärfend aus. Das Urteil wurde vom Landgericht grundsätzlich bestätigt, die Strafen wurden aber abgemildert. Der 51-jährige Jürgen wurde nun zu einer Bewährungsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Für den 31-jährigen Jan gilt weiterhin eine Haftstrafe, allerdings nur noch von 14 Monaten. Der Prozess und die Urteile sind von heftiger Kritik begleitet worden. Initiativen vor Ort beschreiben, dass das Stadtviertel, in dem der Jamnitzer Park liegt, von heftiger Gentrifizierung betroffen ist. Deswegen müsse man den Polizeieinsatz und auch den Prozess im Kontext von Verdrängung, auch durch die Polizei, bewerten. Ihnen zufolge ging es in dem Prozess nie um den Vorfall an sich. Stattdessen sollte ein Exempel statuiert werden, das sich an alle richtet, die der zunehmenden Verdrängung und Überwachung auch durch die Polizei etwas entgegensetzen wollen. Und zuletzt eine Bilanz aus 2 Jahren dritter Option beim Geschlechtseintrag. Seit Januar 2019 gibt es die Möglichkeit, das eigene Geschlecht als divers eintragen zu lassen. Das ist der Erfolg eines Kampfs mit vielen Gerichtsverfahren und Protesten. Oft wird die dritte Option dabei missverstanden, denn es geht nicht um ein drittes Geschlecht, sondern um die Möglichkeit eintragen zu lassen, dass eine Person sich weder den binären Geschlechtern Mann noch Frau zuordnet. Es ist sowohl möglich, den Geschlechtseintrag leer zu lassen, divers eintragen zu lassen
oder auch eine Personenstandsänderung von männlich zu weiblich oder eben umgekehrt vornehmen zu lassen. Insgesamt haben, seitdem das möglich ist, rund 1600 Personen die Möglichkeit genutzt, ihren Personenstand ändern zu lassen. Laut einer Umfrage unter den Bundesländern haben im Jahr 2020 rund 394 Personen den Eintrag zu divers geändert oder nachträglich offen gelassen. Außerdem sind 19 Neugeborene seit ihrer Geburt als divers eingetragen. Obwohl die dritte Option schon ein großer Erfolg ist, sind viele mit der Lösung immer noch nicht zufrieden, denn divers wird von vielen missverstanden oder als vage empfunden. Sie fordern stattdessen einen offenen Geschlechtseintrag, in dem Menschen selbst bestimmen können, wie ihr Geschlecht festgehalten wird. Außerdem bringt die Umtragung viele bürokratische Hürden mit sich, was für einige LGBT+ einen zermarternden Prozess bedeutet. Denn der Geschlechtseintrag kann entweder durch einen Antrag beim Standesamt oder durch einen Prozess durch das Transsexuellengesetz verändert werden. Dieses Transsexuellengesetz stammt aus dem Jahr 1981 und alle paar Jahre werden Verletzungen der Grund- oder Menschenrechte an diesem Gesetz angeklagt. Es sieht zum Beispiel zwei psychologische Gutachten vor, die Betroffene oft als demütigend empfinden. Für den Eintrag als divers ist in der Regel eine Bescheinigung eines Arztes oder einer Ärztin notwendig, die eine Variante der Geschlechtsentwicklung feststellt. Was genau aber so eine Variante ist, das ist überhaupt nicht festgelegt. Und so werden viele Menschen, die nicht als intergeschlechtlich diagnostiziert wurden und sich auch nicht von einem Arzt oder einer Ärztin als von der Norm abweichend kategorisieren lassen wollen, von den Standesämtern abgewiesen. Wir freuen uns also mit allen 1600 Personen, die ihren Geschlechtseintrag durch das neue Gesetz korrigieren lassen konnten, und wir werden auch weiterhin berichten von den Kämpfen und Schritten, die notwendig sind und gemacht werden, um Geschlechterdiversität auch juristisch anerkennen zu lassen. Wenn euch gefällt, was wir bei Perspektive Online machen, dann unterstützt dieses Format gerne, indem ihr es teilt, oder unterstützt Perspektive Online, indem ihr einen eigenen Beitrag schreibt oder uns finanziell unterstützt.